Hallo, liebe Hundefreunde. Heute zeige ich euch diese süße Malteserhündin, die total verfilzt ist. Hier habe ich schon angefangen. Ich hatte sie vorher auch schon schön gebadet. Und das Ausmaß wurde mir jetzt erst so richtig bewusst. Ja, ich gehe hier richtig mit der Schermaschine dran. Mit der Schere zappelt sie mir zu viel und ich wechsle auch mit den Scherköpfen bzw. auch mit den Aufsteckkämmen immer hin und her und versuche erstmal diese süße Maus vom Filz zu befreien. Und am Ende gucke ich dann, dass ich das alles schön in Form bekomme. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal die Gesunderhaltung und das heißt, der Filz muss runter. Hier könnt ihr gut erkennen, dass einige Verfilzungen an der Rute sind. Die habe ich teilweise aufgeschnitten und konnte sie dann relativ gut ausbürsten, ohne dass der Hund wahnsinnig viel. Jetzt noch mal mit der Maschine dran. Ich habe den Scherkopf mit 6 mm drauf und genau, jetzt mache ich den ab, habe jetzt 1,5 drauf und an manchen Stellen, wie jetzt an dieser Stelle vom Oberschenkel, da kommt man halt echt schwer dran, auch gerade mit der Schere, wenn das so nah an der Haut ist.
Da benutze ich halt dann lieber die Maschine und gehe jetzt mit der anderen Maschine. Da habe ich ein Scherblatt drauf mit 3,2 mm und damit fahre ich ganz gut, gerade an diesen Stellen, wo ja, an die man nicht so ganz gut rankommt. Und genau, da ist richtig was runtergekommen. Man muss das halt auch in der Dimension zu diesem kleinen Hund sehen. Das ist halt ein kleiner Malteser, der richtig, richtig verfilzt ist. Ja, und jetzt hier am Vorderbein sehen wir auch schon, ja, das findet er jetzt gar nicht so witzig, das ist auch komplett voll verfilzt, aber das kriegen wir auch gut ab da. Der Filz geht eigentlich über das ganze Bein. Entschuldigung. Ja, hier das Ohr, genau das gleiche. Voll. Ja, da gucke ich jetzt noch mal, mach mir noch mal ein Bild drüber. Wie sieht es da aus? Was müssen wir da machen? Oder was muss ich da machen? Und dann geht es auch schon los. Also ich habe da ein Scherblatt drauf. Nee, stimmt nicht. Ein Aufsteckkamm mit den 6 mm. Da komme ich aber eigentlich ganz gut durch an der Stelle. Ja, auf dem Ohr drauf, denke ich mal, klappt das nicht so gut. Ja, und immer schön loben. Und trotzdem, die Zeit muss immer sein für ein paar Streicheleinheiten. Und ja, ich habe immer das Gefühl, das hilft den Hunden auch, diesen stressigen Moment gut zu überstehen. So, und da kommt jetzt die Schermaschine zum Einsatz und da habe ich das Scherblatt drauf mit 3,2 mm. Ja, das ging damit echt ganz gut. Sieht jetzt so ein bisschen kahl aus, aber die Haare da auf dem Ohr sind noch nicht 100% trocken. Werden wir gleich nochmal sehen, wenn ich nochmal den Hund im Gesamten zeige, dass da die Haut nicht so durchkommt. Ja, alles ab damit, runter damit, mit dem Filzgedöns. Ja, kleine Maus, hat sie echt ganz toll gemacht. Ja, wie ihr das gerade an der Reaktion von der kleinen Maus seht, ist das Herrchen gekommen. Und ich hatte ihm eigentlich gesagt, ich rufe an, wenn sie fertig ist, weil man sieht das jetzt ganz gut. Sie freut sich, sie will zu ihrem Herrchen, was ja ganz klar ist. Aber dementsprechend hält sie halt nicht mehr gut still. Und gerade wenn man mit dem scharfen Werkzeug arbeitet, ist es halt auch sehr gefährlich. In dem Fall ist natürlich Gott sei Dank nichts passiert, aber das kann halt auch richtig in die Hose gehen. Und ja, der Hundebesitzer bleibt stehen und geht nicht weg. Und das ist für sie natürlich absoluter Stress. Endspurt, ja, jetzt gehe ich noch einmal mit der Schermaschine über den Körper drüber. Hier und da stehen ja noch so ein paar Zippelchen ab. Die entferne ich ihr jetzt noch. Sie soll ja auch vernünftig aus dem Hundesalon rausgehen. Das Herrchen steht an der Tür, sie freut sich. Kann ich ja auch verstehen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick geben an meinen heutigen Arbeitstag und ja, ich bin ganz zufrieden mit ihr. Was sagt ihr? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!